Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Definitely Not Fried Chicken. Warum kriege ich hier dieses Infofeld nicht weg? So, da war es, Infoeinblendung. Wir haben beim letzten Mal unsere Sendekapazität erweitert. Wir haben jetzt eine 25er Signal... Ne, aktuell haben wir 50er Signalstärke. Naja, mal schauen. Das haben wir am Ende der letzten Folge gemacht. Deswegen schauen wir mal, wie die Auswirkungen sein werden. Warte mal, da steht... Warum steht da ein Auto? Ach so, er lädt da noch aus. Ja, kein Zeitlimit. Ist doch sehr schön. Braucht gute Qualität. Die wird er bei uns natürlich bekommen. Ich denke, ich sollte hier ein bisschen umbauen. Warte mal, kann ich hier auch eine Zwischentür machen? Hier? Also grundsätzlich, warte mal, ich guck mal die Lampe weg. Ja, perfekt. Dann brauchen die nämlich gar nicht außenrum gehen. Können sie direkt rüberlaufen und sind schneller da. Wieder eine wertvolle halbe Sekunde gespart. Nein, aber ich überlege, ob ich dann meine Pflanzen nach hier hinten packe und die Trocknung und das Schnibbeln hier hin, damit der Weg einfach von dem Punkt, weil wir, guck mal, wir sind ja hier de facto direkt am Lager. Der nächste Schritt packt es dann weg und dann wieder den ganzen Weg zurück. Das macht keinen Sinn. Wenn wir jetzt sagen würden, zack, zack, das wird doch viel mehr Sinn machen. Deswegen überlege ich gerade, das hier mit dem zu tauschen und das werde ich jetzt mal entsprechend angehen. Na, weil das ist ärgerlich, weil wir dann wieder alles verlieren. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig. So, Party, sehr schön. Zack, zack. Noch eine Party, sehr schön. Und ohne Zeitlimit vor allem. Ich würde sagen, ich bediene erstmal unsere Aufträge weiter. Dann kann ich weiter die Produktion optimieren. Was ist weiter? Ich kann anfangen, die Produktion zu optimieren. Ich habe ja de facto noch gar nichts optimiert. Wisst ihr was? Nee, komm, wir machen es jetzt. So, dich packen wir übergangsweise kurz hier hin. Einmal kurz hier ein bisschen Platz schaffen. Okay, damit hätten wir alles dastehen, wo es sein soll, fast alles. Komm, stell dich jetzt einfach mal da hin. Okay, nicht warm genug und es ist zu hell. Aktuell hast du keine, ist nicht hell genug. So. Wieder kurze Schrecksekunde. So, du musst da nicht mehr hin, du auch nicht. Ihr dürft jetzt beide dahin fahren. Und ich denke, ich muss hier noch mal was tauschen. Okay, es ist doch wieder zu hell.
Gehen wir wieder einen runter. Und hier kommst du wieder. Ach, du bist aus. Deswegen. Ah. Ist aber noch nicht warm genug. Warum? Ah, weil du aus bist. Das. So, ja, guck mal, schau. Gut, aber ich würde sagen, wir lassen es so. Also, du kannst schon mal dahin fahren, weil viel Gras hat er schon und der andere Kollege bringt gerade den Rest. Ich glaube, unser Lieferdienst, der wird mal die Oaklane auslassen, weil da kriege ich gerade noch nicht genug Kundschaft rein, um da irgendwie vernünftig mal Ware an den Mann zu bringen. Oder ich sollte vielleicht einfach mal ein bisschen Lagerkapazitäten ergänzen. Dann bleibt der Wagen auch dann nicht Ewigkeiten stehen. Mich würde echt mal interessieren, ob man irgendwas dagegen machen kann, dass sie alle Donuts hier kontaminiert sind, dass sie die tausendmal fallen lassen. Positioniere ich mal ganz kurz um, weil dann verschwinde ich ja die Ware daraus. Einfach gucken, ob es irgendeinen Effekt hat. Mann, du hättest nur reinpacken müssen. Was war denn jetzt dein Problem? Mann, ey. Ist das nervig. So, du kümmerst dich schon mal um den Auftrag. Dein Kollege macht dann den da unten fertig. Wie sieht es im Waschsalon aus? Ja, wenigstens hier herrscht rege Betriebsamkeit. Können wir auch mal den Raum als solchen ein bisschen erweitern, oder? Und dann entsprechend mal die... Ups, nee, das nicht. Hier ein bisschen die Gerätschaften umpositionieren. Um entsprechend noch mehr Gerätschaften dazu zu packen. So, hast du ein Zeitlimit? Nein, dann sehr gerne. Warte mal, wir haben doch hier noch ein zusätzliches Heizgerät. Das stellen wir da einfach mal hier hin. Zack. Also entweder kommen wir einfach, haben wir so viele Aufträge, dass wir nicht hinterherkommen, oder die Optimierung hat hier nicht wirklich was gebracht. Ich brauche aber echt einfach mehr Angestellte, also... Dafür brauche ich nur erstmal 12.000 Flocken, um entsprechend das Grundstück zu erweitern, um mehr Angestellte haben zu können. Du lieferst da oben ab, das ist schön. Du lieferst da gerade ab. Sehr schön, dann brauchst du auch nicht mehr dahin fahren und dein Kollege genauso wenig. Den haben wir schon rausgeholt. Gut. Du feierst eine Party. Oh, mit Zeitlimit da warten wir noch ein wenig. Du machst den Auftrag fertig, das ist gut. Dann lass du den mal links liegen. Wir kümmern uns dann gleich erst um den mit dem Zeitlimit. Was hat das? Ach so, umfunktionieren. Okay.
Das brauchen wir aktuell nicht. Also so langsam geldtechnisch läuft es, aber hauptsächlich halt, weil wir die Aufträge natürlich zusätzlich abfrühstücken. Und weil unser Waschsalon uns über Wasser hält. So, wenn die vier Fahrzeuge voll sind, dann können wir loslegen. Was macht eigentlich unser Astronaut? Ha, gerade fertig. Sehr schön. So, warte mal, dann... Wobei doch, dann liefer du mal zu Centerlane ein bisschen Amazonia. Und wahrscheinlich haben wir da keine Info drüber bekommen, weil wir jetzt hiermit gerade das Textfeld unten blockieren. Was aber okay ist. Ja, schmeiß auf den. Bring's raus, schmeiß einmal auf den Boden, damit es kontaminiert ist und dann. Ey, keine Ahnung. Finde ich echt doof. Also, wenn man bei den Mitarbeitern wenigstens sowas hätte, so wie, keine Ahnung, so ein Skill, wie gut der ist. Na, dann kann man ja verstehen, okay, dann hast du jetzt einen eingestellt, der zwar billig ist, aber auch entsprechend dumm und deswegen kriegt er das nicht gut gewuppt. Okay, verstehe ich. Check. Aber alles andere ist irgendwie hanebüchen. So, ich pack dich mal hier hin. Damit er nämlich da hinten an die Lampe zum Reparieren kommt. So, du brauchst noch ein bisschen geröstetes Cannabis. Ja, pack ruhig erst den voll, der alles andere nehmen kann. Ich ärgere mich, dass ich hier das Lager habe, weil viel geiler wäre es gewesen, wenn ich hier das Lager gehabt hätte. Dann hätte ich hier eine Produktion machen können und so, dass alle Produktionen daran angrenzen. Aber na gut, irgendwann ist immer ein erstes Mal und wir können es ja im Zweifel im Nachgang noch irgendwie ausbügeln, denke ich. Wenn wir dann irgendwann mal genug permanentes Einkommen haben. Dass wir nicht immer so am unteren Tausenderrand rumkrebsen. Aber ich denke, da sind wir mit den Aufträgen auf jeden Fall auf einem guten Weg. Deswegen warte ich, bis hier die Lieferung fertig ist. Wenn der vollgepackt ist, dann können wir loslegen. Ich überlege gerade, beim normalen Standardgas, da haben wir eigentlich immer eine sehr gute Qualität. Wollen wir da mal die Aufträge hochschrauben, dass wir das auf exzellent machen? Bringt ja auch wieder mehr Geld, ne? Ja, jetzt schmeißt er was auf den Boden, weil er ganz, ganz schnell Hunger hat und das wusste er vorher nicht. Kommt auf einmal ganz spontan so ein kleiner Hunger. Da muss man sofort lossprinten, bevor man an Kalorienverbrauch stirbt. So, da kommen zwei Röstis. Möge einer davon in diesen Kofferraum wandern. Weißt du was, wir liefern beide mal abwechselnd. Moment, stopp. Nee, nicht du, sondern du. Hallo? Bitte beide abwechselnd beliefern. Dann kriegen wir hier und da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Kohle zusammen. So, und wir können den Auftrag annehmen. Das wird unsere Sternstunde. Great. Ah, Moment. Sei gegrüßt, Erdling. Wir haben viele eurer Lichtjahre zurückgelegt und kommen in Frieden. Hallo. Wir wollen deinen irdischen Rauschmittel für Freizeitbedarf degustieren. 20. Geil. Vielen Dank, Erdling. Das wird uns bei der Forschung helfen. Alles klar.
So, dann liefern wir dem mal alsbald etwas Gras. Aber erstmal machen wir den Auftrag mit Zeitlimit fertig. 3 und 4. Exzellent. Und mit Zeitlimit. Na, den lassen wir erstmal noch liegen. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht erstmal alle Aufträge unbearbeitet lassen will. Also alle, ja, jetzt den natürlich nicht, klar, den gehen wir ja schon an. Dass ich erstmal gucke, dass ich hier meine Vorräte allgemein etwas aufstocke. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Dann gehe ich hin, in freudiger Erwartung, dass du Drogen kaufst, aber nee, du kaufst nur Waschmittel. Bleh. So, wir haben den Auftrag, glaube ich, abgefrühstückt. Yes. Dann mach du mal den und du fängst schon mal mit dem an. Und wir warten, bis unsere beiden Standardfahrzeuge voll sind. Müssen die beiden sein? Nee. Oder? Doch, war noch, glaube ich, hier das erste. Also, das, nee, das zweite, dritte, vierte, fünfte. Genau, zweite und fünfte von oben. 1, 2. Ich meine, andersrum. Aber egal, du scheinst voll zu sein. Weil dein Kofferraum ist zu und du stehst drin. Ich glaube, wir warten zur Sicherheit. Ich bin mir zwar relativ sicher, dass er es ist und der andere müsste er hier sein. Na gut, wir hatten einige Waren auf Lager, ne? Vielleicht wurden die auch direkt wieder befüllt. Boah, 10.000 haben wir, Leute. Nicht schlecht, nicht schlecht. Macht das denn hier die zweite oder da die erste? Ja, hier, da müssen wir eine komplett neue Produktion hochfahren. Da weiß ich nicht, inwieweit das Sinn macht. So, ich denke, wir können annehmen. Zack, der erste fährt los und der zweite fährt auch direkt los. Sehr gut. So, da haben wir da oben den Auftrag jetzt abgefrühstückt. Kein Zeitlimit, sehr schön. Ich überlege gerade, was mehr sind. Nee, Moment, stopp. Ich wollte doch hier. Haha, ich wollte hier das Grundstück erweitern. Das wäre doch mal nice, weil wir dann mehr Angestellte hätten. Ja, ich denke, das sollte ich als erstes machen. Aber ich weiß nicht, ob wir es heute noch schaffen. Also in dieser Folge nicht mehr, denn wir machen an der Stelle einen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich für... Ah, guck mal, Moment, stopp. Haha, nee, komm, jetzt einfach aus Prinzip mache ich das am Ende noch schnell. Zack. So. So muss die Party. Haben wir ein Zeitlimit? Ja, haben wir. Aber egal. Wir nehmen es beim nächsten Mal an. Komm, pfeif drauf. Ihr Lieben, wir machen einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, Sikowski.